Wussten Sie, dass die Landwirtschaft ein unglaubliches Potenzial hat, wenn es darum geht, das Klima zu schützen? Wir als BASF wollen hier aktiv einen Beitrag dazu leisten und Landwirte dabei unterstützen, das Klima zu schützen. Und wie wir das machen wollen, das möchte ich Ihnen nun gerne vorstellen. Die Landwirtschaft ist ein sehr großer Emittent von Treibhausgasen und ist nach der Energiewirtschaft, der Industrie, dem Verkehr und den privaten Haushalten der fünftgrößte Emittent von Treibhausgasemissionen, hat aber auch gleichzeitig ein großes Potenzial, wenn es darum geht, Kohlenstoff in landwirtschaftlichen Böden zu binden und Emissionen in der landwirtschaftlichen Produktion zu reduzieren. Wenn wir von Carbon Farming sprechen, dann bedeutet das, den Klimafußabdruck in der Landwirtschaft auf landwirtschaftlichen Betrieben zu reduzieren. Da gibt es zwei Möglichkeiten. Zum einen können wir die Emissionen in der landwirtschaftlichen Produktion reduzieren. Zum anderen können wir aber auch Kohlenstoff in landwirtschaftlichen Böden binden. Die Bindung des Kohlenstoffs in landwirtschaftlichen Böden, die passiert im Humus. Humus ist die Gesamtheit der abgestorbenen Substanzen im Boden. Das heißt, abgestorbene Wurzelreste zum Beispiel, Strohstoppeln, die auf dem Acker bleiben, Stallmist, der wieder dann über die Düngung wieder aufs Feld kommt. All das, was an organischen Substanzen oder Zwischenfrüchte zum Beispiel, die auf dem Acker bleiben, werden über mikrobielle Prozesse abgebaut und werden dann zu Humus. Humus ist aber nicht erst ein Thema, seitdem wir von Carbon Farming sprechen, sondern Humus hat natürlich viele weitere positive Effekte. Humuser Boden ist sehr fruchtbar, wirkt sich positiv auf die Wasserspeicherkapazität aus und schützt vor Erosion. Wenn wir uns jetzt die Emissionen, die CO2-Emissionen in der Landwirtschaft anschauen, dann verursacht die Tierhaltung mit 50% aller Emissionen in der Landwirtschaft den größten Anteil. Auch hier arbeitet BASF an konkreten Lösungen, auf die ich jetzt nicht im Detail eingehen möchte. Es geht aber in die Richtung, dass man zum Beispiel Futtermittelzusätze entwickelt, die dazu führen, dass der Methanausstoß bei den Milchkühen in der Fütterung reduziert wird. Soll hier heute aber nicht das Thema sein. Ich möchte mich allein auf den Ackerbau fokussieren. Wenn wir uns jetzt den Ackerbau anschauen, dann sehen wir, dass 30% aller Emissionen im Ackerbau, in der Landwirtschaft im Ackerbau auf die Düngung zurückzuführen sind. 15% aller Emissionen werden durch Energiekosten wie zum Beispiel Kraftstoffe, Treibstoffe verursacht und nur 1% entspringt aus dem Pflanzenschutz. Und als führendes Unternehmen der Landwirtschaft haben wir uns hier auch konkrete Ziele gesetzt. Der Michael Wagner hatte sie heute früh schon präsentiert. Und das Ziel, auf das ich mich in meinem Vortrag hier konzentrieren möchte, ist das Ziel, dass wir bis 2030 30% CO2-Reduktion pro Tonne Ernteertrag erzielen wollen. Und da haben wir konkrete Projekte ins Leben gerufen, von denen ich Ihnen jetzt zwei vorstellen möchte. Das eine ist ein Klimabetrieb, den wir gestartet haben. Und das andere Projekt, und das wurde heute schon mehrfach jetzt angeteasert, aber jetzt kann ich dazu kommen, Sie trinken doch bestimmt alle gerne Bier. Und jetzt können Sie beim Bier trinken auch das Klima schützen. Und wie das funktioniert, das möchte ich Ihnen jetzt gerne erzählen. Und zwar haben wir ein Projekt ins Leben gerufen, das heißt Better Barley, also zu Deutsch bessere Gerste oder bessere Braugerste. Und bei der Braugerste ist es ja so, dass wir einen relativ schmalen Toleranzbereich haben, was die Proteinwerte betrifft. Also wir können die Proteinwerte nicht überschreiten, aber auch nicht unterschreiten, weil man sonst einfach kein vernünftiges Bier mehr draus machen kann. Ja? Und wir wollen hier in diesem Projekt, in diesem Better Barley Projekt, den CO2-Fußabdruck der produzierten Braugerste reduzieren. Und wie machen wir das jetzt? Wir werden hier unsere digitalen Lösungen von Xarvio benutzen. Das heißt, wir werden anhand von Satellitenbildern und variablen Ertragskarten die Düngemittelmenge auf der Fläche so optimieren, dass wirklich nur das ausgebracht wird auf der jeweiligen Fläche, auf dem Acker, was die Pflanze braucht, um den gewünschten Ertrag und den gewünschten Proteinwert am Ende zu erzielen.
Das Ganze kombinieren wir dann mit unserem Nitrifikationshemmer Vezura, um dann auch noch zu garantieren, dass das, was wir ausbringen, auch dann wirklich bei der Pflanze ankommt und sich nicht verflüssigt in Form von oder verflüchtigt in Form von Verlusten wie Ammonium, Lachgas oder Nitrat zum Beispiel. Und unsere Modellrechnungen haben ergeben, dass hier Emissionen eingespart werden können von bis zu 38% je Hektar. Gleichzeitig hat der Landwirt seine Proteinwerte optimiert, hat Betriebsmittel eingespart und somit auch für sich selber ein besseres Geschäft erwirtschaftet. Und dieses Projekt haben wir mit 4 Hektar gestartet. Das wird jetzt auf 40 Hektar ausgeweitet. Und heute Abend zum Grillabend auf der Rehhütte können wir alle gemeinsam mit dem Better Barley Bier, dem Klimabier, gemeinsam anstoßen und es schmecken lassen. Das nächste Projekt, was ich Ihnen gerne vorstellen möchte, ist unser Klimabetrieb. Und zwar gibt es jetzt Deutschlands ersten Klimabetrieb, den wir gemeinsam mit der RWZ, also mit der Raiffeisenwarenzentrale Rhein-Main, ins Leben gerufen haben. Und zwar ist dieser Klimabetrieb ein Mitglied unseres Farmnetzwerks Nachhaltigkeit und wird hier um die Komponente Carbon Farming erweitert in den Kulturen Kartoffeln und Weizen. Wir wollen hier also schauen, wie können wir in Kartoffeln und Weizen klimaschonender produzieren. Und das werden wir auf diesem Farmnetzwerkbetrieb, der Klimabetrieb wird, dann testen, um konkrete Empfehlungen für die landwirtschaftliche Praxis ableiten zu können für Landwirte, damit sie klimaschonender produzieren können. Das heißt, wir wollen auf diesem Klimabetrieb zeigen, wie bessere Erträge erzielt werden können. Also Erträge, die produktiv sind auf der einen Seite, also Lebensmittel produzieren, gleichzeitig aber die Biodiversität fördern und CO2-Emissionen reduzieren. Neben dem Thema Biodiversität, was wir auf all unseren Farmnetzwerkbetrieben umsetzen, behandeln und auch untersuchen, werden wir hier den Fokus natürlich auf das Thema Carbon Farming setzen. Deswegen heißt der Betrieb ja auch Klimabetrieb. Wir werden hier zum einen humusbildende Maßnahmen umsetzen und kontinuierlich bewerten und evaluieren. Der Hauptfokus soll aber auf, und jetzt erinnern Sie sich an die Folie, die ich eingangs gezeigt hatte, die beiden Möglichkeiten, die wir in der Landwirtschaft haben, um Carbon Farming zu betreiben, also einmal Emissionen in der Produktion zu reduzieren und einmal den Kohlenstoff im Boden zu speichern. Und unser Fokus soll hier auf diesem Klimabetrieb darauf liegen, dass wir die Produktion klimafreundlicher gestalten und Emissionen in der Produktion reduzieren. Wir werden hier wissenschaftliche Daten erheben und das Projekt ist angelegt auf mindestens 10 Jahre. Unsere Ergebnisse, die wir jährlich aus dem Projekt gewinnen, gehen kontinuierlich wieder zurück, um jährlich anzupassen und zu optimieren. Und was auch ganz wichtig ist, wir werden hier Kartoffeln und Weizen von der Aussaat bis zur Auslieferung betrachten, also den gesamten Prozess. Diese Folie haben wir heute auch schon gesehen, aber das ist auch ein ganz wichtiges Thema für unseren Klimabetrieb. Auf unserem Klimabetrieb wollen wir Lösungen kombinieren, um bessere Erträge zu erzielen. Also wir wollen hier unsere Züchtungstechnologien wie Hybridweizen kombinieren mit unseren innovativen Pflanzenschutzlösungen, werden unsere digitalen Tools von Xarvio nutzen, um das Ganze ja abzurunden, zu steuern und natürlich in Kombination mit unseren Nitrifikationshämmern. Die Basis unserer Versuche, und ich hatte eingangs gesagt, die größte Stellschraube im Ackerbau ist die Düngung. Und die Basis unserer Versuche sollen solche Ertragskarten sein, wie ich sie hier exemplarisch dargestellt habe. Und diese Ertragskarten stammen aus unseren langjährigen Versuchen auf unseren Versuchsstandorten, hier als Beispiel in Wintergerste. Und wenn wir uns das jetzt hier anschauen, haben wir hier unten die N-Düngung pro Hektar und hier den Ertrag. Und je mehr wir düngen, desto höher wird auch der Ertrag, logisch, bis zu einem gewissen Optimum. Danach sinkt der Ertrag wieder. Also das ist das Optimum, was wir letztendlich erreichen wollen. Und wir sehen hier, dass wir durch den gezielten Einsatz von Pflanzenschutzmitteln hier die Ertragskurve anheben können. Das heißt, wir können hier durch den Einsatz, in diesem Fall ist es Prodax, sind es Prodax, also der Wachstumsregulator und Balaya, können wir den Ertrag anheben und können im Prinzip
mit weniger Düngermitteleinsatz einen höheren Ertrag erzielen. Und wenn wir uns daran erinnern, welche Hebelwirkung die Düngerreduktion auf die Emissionsreduktion hat, dann ist das hier ein ganz entscheidender Faktor. Was setzen wir jetzt auf den Betrieb konkret um? Wir werden mithilfe unserer digitalen Lösung von Xavio, die basierend auf Wetterdaten, auf Bodendaten, auf Satellitenkarten Prognosemodelle empfehlen und entgeben für einen Krankheitsdruck, werden wir konkrete Empfehlungen für Pflanzenschutz, zum Applikationszeitpunkt, zur Applikationsmenge, das gleiche für Düngung, für variable Applikationskarten erhalten und werden das dann 1:1, so wie das Xavio-Tool uns das vorschreibt, auf dem Betrieb in Form von Streifenversuchen testen. Das heißt, wir werden auf einem realen Acker in Kartoffeln und auch in Weizen schauen, welche Empfehlungen gibt uns Xavio, und werden das in Streifen auf dem Versuch legen und werden das vergleichen mit einer Variante komplett ohne chemischen Pflanzenschutz. Und das Ganze werden wir dann von unserer zertifizierten Ag-Balance-Methode bewerten, um dann zu schauen, okay, was haben wir an Input reingebracht, was kriegen wir an Output raus und wie sieht der CO2-Fußabdruck für diese beiden Varianten aus. Das Projekt, das machen wir nicht alleine, ich hatte es eingangs schon kurz erwähnt, wir haben die RWZ als starken Partner hier an der Seite, um unsere Kompetenzen zu bündeln und hier einen kooperativen Ansatz zu wählen. Die RWZ ist erfahren in dem Bereich Carbon Farming. Sie ist Mitbegründerin der Klimahumus GmbH und in dieser Klimahumus GmbH wird Landwirten die Möglichkeit gegeben, über Humusaufbau Zertifikate zu handeln und darüber eine weitere Einkommensmöglichkeit zu generieren. Und wir sehen hier die RWZ als einen starken Partner, um hier eben gemeinsam das Thema Carbon Farming voranzubringen. Und wir wollen unseren Blick weiten und sämtliche Partner entlang der gesamten Wertschöpfungskette einbringen in das Projekt, weil unser Ziel soll sein, den Mehrwert, den die Landwirte auf dem Acker schaffen durch klimaschonende Produktion und den Schutz von Biodiversität und der Artenvielfalt, dass wir diesen Mehrwert dann am Ende über Zertifikate an Endverbraucher weitergeben können. Jetzt möchte ich Sie gerne einladen auf unseren Klimabetrieb. Und zwar werden wir im Oktober mit der Aussaat der ersten Weizenversuche starten. Und dazu möchten wir Sie gerne einladen zu einer Live-Aussaat im Oktober auf unserem Klimabetrieb in der Nähe von Köln. Und dann werden wir Ihnen auch schon erste Modellierungsergebnisse aus den Zahlen 2022 zur Verfügung stellen können. Ich glaube, das war der Herr Röser, der Markus Röser, der hatte vorhin gesagt, es gibt einen Dschungel an Labels, Zertifikaten, die man im Supermarkt finden kann. Und ich habe hier exemplarisch mal das Label von Oatly dargestellt. Aber wenn man auf sämtliche Produkte schaut, überall sind Label drauf, die beschreiben, was das Produkt ausmacht. Und das zeigt einfach, mit welchen großen Herausforderungen Landwirte konfrontiert sind. Landwirte sind konfrontiert mit Herausforderungen, mit Produktionsvorschriften, die vom Lebensmittelhandel kommen und die sie ein Stück weit erfüllen müssen. Und wir sehen hier uns als BASF als Unterstützer und wollen den Landwirten Lösungen anbieten, wie sie die hohen Anforderungen des Lebensmittelhandels erfüllen können, auf der einen Seite. Aber das ist natürlich auch teuer. Also wenn man jetzt zum Beispiel sagt, man muss jetzt zusätzlich humusbildende Maßnahmen umsetzen, das kostet ja den Landwirt auch. Und so wollen wir hier, ähnlich wie beim Projekt Lerchenbrot im Bereich Biodiversität, auch beim Thema Carbon Farming, Möglichkeiten schaffen, um Landwirten einen finanziellen Ausgleich für ihren Mehraufwand zu geben. Und mit den beiden Projekten, denke ich, haben wir einen guten Ansatz, einen guten ersten Weg, um das Thema Carbon Farming in der Landwirtschaft aktiv voranzubringen, um Landwirte dabei zu unterstützen, bessere Erträge zu erzielen. Also Erträge, die beides können, die beides sind, nachhaltig und produktiv. Dankeschön.